Martin, hätte so ein toller Abend werden können für alle Beteiligten, vor allem für dich. Tolle Kulisse, dein erstes Pflichtspiel vor heimischer Kulisse seit ich weiß nicht wie langer Zeit. Wie groß ist die Enttäuschung jetzt im Moment? Ja, sehr groß. Ich denke, wenn man hier zu Hause 1-0 führt, auch in der ersten Halbzeit, denke ich, ganz passabel spielt und dann irgendwie in der zweiten Halbzeit nicht mehr das bringt und keinen Druck mehr entwickelt und dann folgerichtig fast schon das 1-1 auch bekommt, ist es schon enttäuschend, weil wir heute einfach gerne die 3 Punkte behalten hätten in der Woche. War klar, dass die dann irgendwann zu ihren Chancen kamen, dann halt durch unsere eigenen Fehler. Und ja, müssen versuchen, halt in den nächsten Spielen oder auch jetzt in der kommenden Pokalrunde, versuchen, diese Fehler abzustellen und aus den Fehlern, die wir gemacht haben, lernen. Ja, ich denke, wir hatten aber noch die Chance, in Führung zu gehen, das Spiel hier, die 3 Punkte hier zu behalten. Dynamo aber auch, muss man sagen. Kämpferisch waren sie sehr gut, haben gut dagegen gehalten. Aber es ist ein bisschen enttäuschend, dass wir jetzt nur 1-1 zu Hause gespielt haben. Es war wieder eine super, super Kulisse hier. Fans haben uns super unterstützt, aber es hat ja leider nicht gereicht. Der Trainer hat gerade im Vorbeigehen gesagt, ihm war das ein bisschen zu unruhig, was ihr gemacht habt in der zweiten Halbzeit. Hat euch ein bisschen die Geduld gefehlt am Ende? Ja, das auch, denke ich. Also auch die Sicherheit im Passspiel nach vorne, die Geduld sicherlich auch. Wir haben keinen Zugriff mehr bekommen auf die Gegenspieler, haben es Dynamo relativ einfach gemacht und so am Ende hier nur 1 Punkt geholt. Wir haben nicht mehr so konzentriert wie in der ersten Halbzeit gespielt und waren nicht mehr so ballsicher, haben den Ball nicht mehr so gut laufen lassen. Und das sollten wir dann halt in der zweiten Halbzeit oder jetzt auch extra an mich gesagt worden, dass wir dann da ein bisschen ruhiger spielen sollen und versuchen, den Ball laufen zu lassen. Wir waren in der ersten Halbzeit sehr konzentriert, haben gut gearbeitet, auch gegen den Ball, defensiv. Und in der zweiten Halbzeit, glaube ich, waren wir dann halt genau das Gegenteil. Wir waren zu unkonzentriert, haben das auf die leichte Schulter genommen, denke ich. Und dadurch kommen halt dann nur kleine Fehler, die dann natürlich in der Liga bestraft werden. Ne? Und kriegen wir das Fiel, macht ein super Tor, muss man ihm lassen. Aber ist halt blöd für uns. Ne? Was nimmt man denn mit so als junger Spieler nach so einem Startelfdebüt hier in der zweiten Liga? Auf jeden Fall. Ich habe auch ein paar Fehler gemacht, aus denen möchte ich lernen. Die Jungs haben mir schon gesagt, das ist kein Problem. Aber so halt die Kulisse, es macht riesen Spaß, hier zu spielen und vor allen Dingen vor den Fans. Leider konnten wir die jetzt nicht so glücklich machen, wie wir wollten. Lass uns trotzdem nochmal über dein Tor sprechen. Ich habe von vielen gehört, kaum einem gönnt man es so wie dir. Wie war es für dich? Ja, nach der ganzen Leidensgeschichte, das brauche ich ja, glaube ich, keinem erzählen, ist das ein Moment der puren Freude. Also generell mein erstes Profitor, dann noch nach der Geschichte und nichtsdestotrotz hätte ich lieber hier 1-0 heute gewonnen und die 3 Punkte hier behalten, dann hätten wir, glaube ich, alle mehr von gehabt. Trotzdem, wie war es denn? Was nimmt man denn mit aus so einem Spiel? Das war ja jetzt dein allererster Auftritt auf der ganz großen Bühne. Ja, die Kulisse in Union war natürlich top. Da stand ich zwar 90 Minuten draußen, aber war trotzdem toll. Tja, und jetzt ein Heimspiel, das toppt nochmal alles. Das ist, für mich ist jetzt halt ein Traum in Erfüllung gegangen. Und jetzt müssen wir nur noch anknüpfen.